Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuma wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Spezialpart von Super Mario Maker Online. Und zwar habe ich ein Domtendo-Quiz wieder. Das letzte Domtendo-Quiz, das kam sehr, sehr gut an. Das hat mittlerweile über 15.000 Aufrufe und fast 500 Daumen hoch. Richtig krass. Allerdings waren da die Fragen leider nicht so gut. Und die gute Sandra, die hat gesagt, sie hat ein besseres Quiz. Und ja, das schaue ich mir jetzt mal an. Und ja, wenn euch das Video gefällt oder wenn euch allgemein Mario Maker gefällt oder Mario Kart oder alles Mögliche, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen, ihr würdet mich damit unterstützen. Und ja, aktuell habe ich auch Super Mario 3D World am Laufen. Und ansonsten streame ich sehr viel Mario Kart, Mario Maker und demnächst auch bald ARMS und Splatoon und das, was sonst noch so rauskommt. Aber nun, genug mit der Werbung. Wir schauen uns jetzt dieses Domtendo-Quiz an. Allerdings soll es ein bisschen schwieriger sein. Und ja, ich habe das auch an der Abschlussrate gesehen, dass es anscheinend nicht so leicht ist. Aber dann gucken wir mal. Die Kommentare sind auf jeden Fall an, das ist sehr gut. Und die erste Frage ist: Durch welches Zelda hat Domtendo seine Freundin Yuli kennengelernt? Das war Skyward Sword, da brauche ich gar nicht nachdenken. Oder hat er sie schon früher kennengelernt? Nee. Also richtig zusammengekommen sind sie erst nach dem Skyward Sword LP. Ja, das müsste richtig sein. Schauen wir mal. Ja, okay, ist richtig. Und was ist denn hier? Oh mein Gott. Okay, okay. Sie hat mir von einigen Gefahren erzählt, die es hier gibt. Okay, dann schauen wir mal, dass sie nicht zu krass sind. So, seit wann macht Domtendo Let's Play Videos auf YouTube? Das müsste irgendwann im März 2010 gewesen sein. Und ja, das ist definitiv der März 2010. Genau, da hat er regelmäßig dann geuploadet. Jawohl, davor hat er mal so, ja, so ein paar Pokémon-Kämpfe geuploadet. Allerdings, ja, zählt das nicht wirklich als Projekt. So, und anscheinend ist dieses Quiz ein bisschen anders aufgebaut. Also es kommt nicht jede Frage nacheinander, sondern, ja, sondern mit einem gewissen Jump'n'Run-Element noch zwischendrin. Das ist eine coole Idee, das gefällt mir sogar. Okay, was war Domtendos April-Scherz 2014? Ich spiele keine Nintendo-Kinderspiele mehr, sondern nur noch COD. E.T. und Minecraft. Es gab keinen April-Scherz. Okay. Ich höre auf mit Let's Plays und YouTube-Videos und Kids im Fernsehen. Ja, das hat er garantiert nicht gesagt. Ja, sie hat mir geschrieben, es ist ein bisschen fies. Also, er hat auf jeden Fall mal den Witz gemacht, dass er keine Nintendo-Kinderspiele mehr spielen will. Aber ob das 2014 war, wer weiß. Aber ich denke, ich gehe mal da rein. So, und ja, das scheint richtig gewesen zu sein. Sehr gut. Sehr gut und oh Gott, Gummis. Oh, es gibt hier keine Checkpoints. Oh Gott, das Level scheint so alt zu sein, dass es keine Checkpoints gibt, oder? Ich hab's so im Gefühl. Okay, nein, den Gumma nehme ich nicht mit. So, und wir gehen jetzt hier runter. Und ich hoffe, ich musste keinen mitnehmen, aber anscheinend nicht. Da kam noch was raus. Ah nee, das war nur ein Galumba. Okay. Zu welchem Spiel existiert Domtendos längstes LP? Partanzahl Stand September 2015. Ah, okay, hier hat sie es richtig gemacht. Da hat sie nämlich den Stand September 2015 angegeben. So, das müsste Pokémon Heart Gold sein. Ja, das hatte von den Parts her definitiv die meiste Anzahl. Super Mario Maker Online, das kam da doch erst raus im September 2015. Okay, und Mario Kart 8, das ging doch locker noch bis 2016. Also Pokémon Heart Gold ist definitiv richtig. Und ja. Ja, okay. Gut. Sehr schön. So, und jetzt haben wir wieder ein Jump'n'Run-Element. Okay. Ja, dann ist dieser Spezialpart nicht nur das Quiz, sondern auch ein bisschen Jump'n'Run. Das ist doch sehr, sehr gut. Okay. Und jawohl, perfekt. Und der Panzer verarscht mich nicht. Und oh Gott, was ist das denn? Okay, jetzt wird's schwierig, aber ich habe ja meinen Pilz. Ich habe meinen Pilz. Okay, den muss ich auch nutzen. So, und oh Gott. Kann ich da rein? Ich denke nicht, aber ich probier's mal aus. Ah nee, scheiße, geht nicht mehr. Ja, okay, wann kommt er nicht rein? Wann kommt er nicht rein? So, ich drück den mal hier. So, und aber dass es keinen Pilz hier gibt, das ist schon sehr hart. Und oh, hier kommt die nächste Frage und ich kann die Frage nicht richtig lesen, weil ich angegriffen werde. Das ist unfair. Okay, aber jetzt gehe ich mal hier hoch. So, hier bin ich sicher. Welches Geräusch ist Domtendo typisch? Delfin? Nee. So, er hatte Goofy, ne? Donald Duck, ja? Nee, Goofy. Oder so. Mann!
Das ist unfair, dass da die Flamme noch kommt. Nein. Scheiße. Und es gibt keinen Checkpoint, ja. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ah, diese Flammen sind gemein. Ich weiß nicht, wo die rauskommen. Da, okay. Das hätte man durch Münzen kennzeichnen können, aber... Das ist immer vor der Tür. Und da ist noch eine Scheißflamme. Was soll das? Okay, jetzt verstehe ich, warum das Level... nicht so leicht ist, weil es ein bisschen unfair ist. Aber okay, gut. Das dient ja für die Unterhaltung. Und ich schneide ja meine Projekte, von daher sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich großer Mario. Jetzt können die Flammen mir absolut gar nichts anhaben. So, und hier, geh rein, danke. Ach, hör! So, jetzt hab ich's richtig gemacht. So, okay. Zu seinem wievielten Abo-Special hat Domtendo The World Hardest Game gezockt? Ach, das ist ein lustiger Zufall. Denn genau, ja, mich hat jemand in den Kommentaren angeschrieben, ob ich das nicht auch machen könnte als 7000 Abonnenten-Special. Und ich denke, ich glaube, ich habe das sogar überprüft. Und ja, ich glaube, Domi hat genau das auch bei 7000 Abonnenten gemacht. Ich habe es nicht gemacht, aber ich hoffe, dass es richtig ist. Und das ist richtig, okay. Cooler Zufall. Ansonsten wäre die Frage schon echt hart gewesen. Wie heißt Domtendos derzeit beliebtestes Video? Ah, hier fehlt der Standpunkt. Das Video kann sich ja jederzeit ändern, theoretisch. Aber das war definitiv kein Part 1 aus irgendeinem Grund. Sondern ein anderes. NSMBU Part 8. Ich habe Part 7 in Erinnerung. Aber okay, Part 8 wird dann wohl richtig sein. Zumindest hat es von den Aufrufen her das meiste. Super Mario Bros. DS? Nee, definitiv nicht. Oder halt New Super Mario Bros. Wii. Ja. Also kommt drauf an, wie man wieder beliebt definiert, ne? Anhand der reinen Aufrufanzahlen? Oder auch anhand der Daumen hoch? Aber ich denke mal, anhand der Aufrufanzahlen. Und da habe ich immer wieder mitgekriegt, dass es ein NSMBU-Part ist und nicht Part 1 und... Was? Pokémon DS? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Pokémon DS? Auf keinen Fall. Nein. Dann war es doch NSMB... Wie? Okay, gut. Dann schauen wir mal dahin. Ach, Super Mario Bros. DS, nicht Pokémon DS. Oh Gott, was habe ich da gesehen? Part 14. Nee. Ja, dann würde ich sagen, New Super Mario Bros. Wii Part 1. Ich hoffe, da ist auch eine Röhre oder Tür. Nein! Ernsthaft? Okay, das werde ich gleich nachprüfen. Vielleicht hat sich das ja tatsächlich geändert und sie hat das ausgebessert. Ja, sie hat mir nämlich geschrieben, dass sie auch einige Antworten überarbeitet hat und vielleicht... war das eben eine dieser Antworten. Ja, und es könnte sein, dass tatsächlich Mario Bros. DS jetzt auf Platz 1 ist, okay. Alles klar. So, okay, dann Super Mario Bros. DS Part 14. Mini Mario vs. Mutant Tyrannia. Okay, so, ja, das scheint wohl das aktuell beliebteste Video zu sein. Okay. Alles klar, ja. Welches Game hat Domtendo Let's Played? Okay, Watch Dogs, WoW, Battlefield 3. Also ich weiß, dass er mal ein Battlefield Let's Play hat, aber ich weiß nicht, ob es Battlefield 3 war. Das war auch ein sehr altes Let's Play. Aber Watch Dogs hat er definitiv nicht Let's Played, WoW eigentlich auch nicht. Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich hoffe mal, Battlefield 3 ist richtig. Ja, es ist richtig. Und ist das die letzte Frage? Das war die letzte Frage. Oh mein Gott. Gibt's hier noch einen Yoshi? Ich glaube nicht. Oder? Gibt's hier noch einen? Da oben ist noch eine Tür, aber ich glaube, das sind die Falschantworten. Ja. Okay, ja. Cooles Domtendo-Quiz auf jeden Fall. Das Einzige, was halt hier wirklich fehlt, sind Checkpoints. Weil, ja, es war schon ein bisschen anstrengend, da immer wieder hinzuspielen. Aber grundsätzlich, die Fragen waren... okay. Nur bei der einen Frage, da hätte der Standpunkt noch sein müssen. Und ich werde das jetzt halt dann direkt im Anschluss überprüfen, ob das wirklich das beliebteste Video ist. Weil das wundert mich schon. Aber okay, gut. Das war's dann für den Part. Und wie gesagt, wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid, dann schaut euch gerne um auf dem Kanal. Es gibt sehr viele Mario Maker Videos. Super Mario 3D World habe ich gestartet vor kurzem. Und ansonsten streame ich wirklich sehr viel Mario Maker, Mario Kart, Splatoon bald, ARMS bald und vielleicht Smash bald und alles, was angekündigt wird. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann auch ein Abo hinterlassen könntet. Das würde mich auch unterstützen. Und genau. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, euer BlueX2 und ciao!